Liebe Geschwister, alles Hochgebet Allah, dem Herrn der Welt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, das Wertvollste, was der Mensch nach dem Iman besitzt, ist zweifellos die Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala einbegibt. Die Zeit sogar kann man vor dem Iman stellen, weil wenn man nicht Zeit hat, dann kann man auch seinen Iman nicht ausleben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem gläubigen Menschen jedem ein bestimmtes Startkapital. Und dieses Startkapital wird niemals mehr. Es wird nur weniger. Und jeden Tag gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala eine neue Möglichkeit, dich ihm zu nähern und das auszunutzen, was er dir gegeben hat, um Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Die Zeit, die du in diesem Leben bekommen hast, ist eine Beute, und du kannst damit sozusagen Proviant ansammeln, damit du auf deinem langen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Tod Proviant hast und diese Zeit überbrücken kannst. Liebe Geschwister, der Monat Rajab ist der siebte Monat. Und der Monat Sha'ban, in dem wir uns jetzt befinden, ist der achte Monat. Wir befinden uns heute am vierten Sha'ban. Und der Monat Sha'ban ist, wie ihr wisst, der Monat vor Ramadan. Und viele Menschen sind diesem Monat gegenüber unaufmerksam, das heißt unachtsam. Und deswegen wollen wir ein bisschen uns mal anschauen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Monat zu tun pflegte und was andere Menschen in diesem Monat ebenfalls zu tun pflegten von den uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation, dann die danach und dann die danach. Damit wir uns an ihnen orientieren und damit wir ihnen nachmachen, und deswegen öffne dein Herz und versuche das, was du jetzt hörst, an Gutem umzusetzen, und wenn es dir schwerfällt, dann bitte Allah darum, dass er dir dabei hilft, die Sache umzusetzen. Usama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu, er fragte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe gemerkt, dass du im Monat Sha'ban viel mehr fastest als in allen anderen Monaten. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Dies ist ein Monat, dem gegenüber die Menschen unachtsam sind. Er befindet sich zwischen Rajab und Ramadan. Es ist ein Monat, an dem die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden. Und ich wünsche mir, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich faste. Liebe Geschwister, die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes ist zweifellos, dass man im Monat Sha'ban fasten soll, um sich vorzubereiten auf den Monat Ramadan. Aber ich möchte euer Augenmerk lenken an einem bestimmten Punkt in diesem Hadith, und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Dies ist ein Monat, dem gegenüber viele Menschen unaufmerksam sind. Wir finden, dass in der Scharia Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Gottesdienste gesegnet hat oder bestimmte Taten besonders belohnt, weil sie zu Zeiten geschehen, an denen die meisten Menschen nicht Allahs subhanahu wa ta'ala gedenken. Dazu gehört das Fasten im Monat Sha'ban, weil viele Menschen fasten nur im Ramadan. Die zweite Sache ist, liebe Geschwister, das Duha-Gebet. Das Duha-Gebet, das man verrichtet nach Sonnenaufgang und vor dem Mittag, ist ein Gebet, liebe Geschwister, also am Vormittag, das ist relativ später am Vormittag, verrichtet man dieses Duha-Gebet, und das ist eine Zeit, an der die meisten Menschen natürlich Allah gegenüber unachtsam sind. Das heißt, sie denken nicht an Allah in diesen Momenten. Weil man hat das Fajr-Gebet verrichtet, das nächste Gebet ist erst nach einer langen Zeitspanne zum Dhuhr-Gebet. Die einen finden sich bei der Arbeit, die anderen bei der Schule und die anderen wo auch immer. Deswegen, wenn man dieser Zeit sich die Zeit nimmt und zwei oder vier oder mehr Raka'at für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet, dann ist das ein Gebet der gütigen Menschen, wie es überliefert ist in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso das Nachtgebet. Die Nacht ist von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden, damit der Mensch sich darin ausruht. Aber
was bedeutet es, sich auszuruhen? Natürlich, ausruhen ist eine Form, die der Mensch braucht, aber auch nicht in übertriebener Form, sondern in ausgewogenem Maße. Und ausruhen oder schlafen bedeutet auch wiederum, dass du Allah gegenüber unachtsam bist. Und deswegen ist es so wertvoll, dass manche Menschen nachts gerade beten, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, weil dann sieht Allah, dass du von allen anderen Menschen ausgeschlossen, du bist derjenige, der in seiner gedenkt und alle anderen Menschen schlafen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also viel gefastet im Monat Sha'ban. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel gefastet, dass wir gesagt haben, der bricht ja sein Fasten nie. Oder der isst ja nie tagsüber. Und dann sagte sie, und manchmal hat er so wenig gefastet, dass wir gesagt haben, der fastet ja eigentlich nicht. Und dann sagte sie, radiallahu ta'ala anha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals einen ganzen Monat lang gefastet, nur im Ramadan. Aber im Sha'ban hat er so viel gefastet, wie er in keinem anderen Monat gefastet hat, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Ein paar Bemerkungen möchten wir loswerden in Bezug auf das Fasten. Erstens, das Fasten halte es geheim. Möglichst geheim und erzähle niemandem etwas davon. Denn je mehr du davon erzählst, desto gefährlicher ist es, dass du das machst, damit die Menschen eben davon Bescheid wissen. Manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, über sie ist überliefert, liebe Geschwister, unglaubliche Geschichten. Und zu diesen fast unglaublichen Geschichten gehört eine Person, die jahrzehntelang, liebe Geschwister, gefastet hat. Jahrzehntelang, das muss nicht heißen, dass sie jeden Tag gefastet hat, aber jahrzehntelang regelmäßig gefastet hat und immer morgens aus dem Haus gegangen ist mit Brot, wie heißt das, mit also zwei Stückchen Brot, und dann ist er zu seinem Arbeitsplatz auf den Markt gegangen und hat dann dort dieses Brot verschenkt. Das heißt, er hat es gespendet. Und dann kam er am Abend zurück und hat dann sein Abendmahl eingenommen mit seiner Familie wie jeden Tag. Und die Familie dachte, er hat natürlich sein Brot mittlerweile gegessen. Und die Leute auf dem Markt dachten, er hätte gefrühstückt und geht zurück zum Abendessen. Und in Wirklichkeit hat er jahrzehntelang gefastet. Die Leute aus seinem Arbeitsplatz wussten es nicht. Und die Leute zu Hause, die Familie, wusste auch darüber nicht Bescheid. Der zweite Punkt ist, sag nicht, es ist jetzt warm und anstrengend. Und das fällt mir das Fasten schwer. Denn jeder weiß aus der Psychologie, wenn du dir einredest, dass es schwer ist, dann wird das Fasten natürlich schwer sein. Und was diese psychologische Aussage wirklich bekräftigt, ist, liebe Geschwister, eine Angelegenheit, die ich gleich nochmal genauer ansprechen werde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, dass die Belohnung entsprechend der Anstrengung ist. Je anstrengender eine Ibadah für dich ist, desto mehr Belohnung wirst du auch dafür bekommen. Es sei denn natürlich, eine Person macht es sich absichtlich anstrengend, wie eine Person, die absichtlich sich in die Sonne stellt, absichtlich an einen Ort geht, an der es schwieriger ist für sie, das ist nicht damit gemeint. Aber wie zum Beispiel bei uns jetzt, der Ramadan, Alhamdulillah, rückt immer näher in den Sommer. Das bedeutet, dass unsere Belohnung immer mehr steigt. Und das ist eine Sache, auf die wir keinen Einfluss haben. Deswegen werden wir dafür mehr belohnt als Leute in Länder, die ihr Fasten auf ein paar Stunden beschränken. Liebe Geschwister, die Gottesdienste, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt eingehen wollte, die Gottesdienste zu Zeiten zu machen, an denen die Menschen Allah gegenüber unachtsam sind, dass sie denken wenig an Allah in diesen Momenten, das ist eine anstrengende Sache. Das fällt dem Menschen schwer. Denn der Mensch natürlicherweise schwimmt mit dem Strom und er macht, was die Leute machen. Und deswegen verinnerliche mal, dass die Leute im Ramadan Alhamdulillah alle fasten. Sogar manche Leute, möge Allah sie auf den richtigen Weg leiten, sie beten nicht einmal, aber sie fasten. Warum? Weil alle Menschen fasten. Deswegen fällt es einfach. Wenn alle Menschen fasten, fasten sie mit ein. Aber es fällt ihnen wiederum schwer zu fasten, wenn es nicht Ramadan ist, wie jetzt zum Beispiel diese Tage. Warum? Weil die Leute das nicht mitmachen. Und die einen lädt die anderen ein, der eine sagt, was soll ich machen, ich werde eingeladen, ich habe das und diese Verpflichtung, was soll ich machen. Das fällt einem schwer, weil die Leute machen nicht mit. Das gleiche gilt, aber wenn Ramadan ist, ist es ihnen ein. Das gleiche gilt, liebe Geschwister, für das Nachtgebet. Das Nachtgebet, liebe Geschwister, im Ramadan fällt dir in der Gemeinschaft, in der Moschee nach dem Isha-Gebet, das Tarawih-Gebet, fällt dir leicht. Aber wenn ich dir sagen würde, geh nach Hause
und mach das gleiche Nachtgebet bei dir zu Hause und nicht in der Gemeinschaft, alleine für dich, dann ist es vielleicht sogar besser für dich als in der Gemeinschaft zu bringen. Wie eine Person, die zum Beispiel ihr Nachtgebet verrichten möchte, am Ende der Nacht. Das ist besser für sie, als dass sie das in der Moschee in der Gemeinschaft verrichtet. Aber es ist viel anstrengender für sie. Es ist besser, weil es anstrengend ist und besser, weil sie natürlich das am Ende der Nacht macht, im Gegensatz zu den Leuten, die es am Anfang der Nacht verrichten. Deswegen sagen manche Leute, man kann Menschen eher an den Leuten erkennen, mit denen sie zusammen sind, als mit Leuten, als daran erkennen, wer ihre Eltern sind. Das heißt, wenn du die Eltern eines Kindes kennst, dann kannst du natürlich schlussfolgern daraus, wie der Mensch in etwa gewesen ist. Aber wenn du weißt, in welcher Gesellschaft, in welcher Zeit er gelebt hat, dann kannst du noch viel mehr herausfinden, welche Einstellung er hatte und welche Denkweise er gehabt hat. Liebe Geschwister, ein paar Beispiele, der uns vorausgegangen ist, ein Mensch, ein Mann namens Salama ibn Kuhayd, gestorben im Jahr 121, auch einer von den vorausgegangenen, inshallah, rechtschaffenen Menschen. Er sagte, damals sagte man, der Monat Sha'ban ist der Monat der Koranleser. Und ein anderer namens Amr ibn Qais, auch entweder 140 oder 146 gestorben, rahimahullah, auch von den Tabi'in. Er sagte, wenn der Monat Sha'ban wenn der Monat Sha'ban eingetroffen ist, dann hat er sein Geschäft geschlossen und hat sich dem Koranlesen gewidmet. Und über andere ist überliefert, dass sie gesagt haben, der Monat Rajab, das heißt der Monat, der schon vorausgegangen ist, ist der Monat, an dem man sät. Und der Monat Sha'ban ist der Monat, an dem man seine Saat begießt oder gießt. Und der Monat Ramadan ist der Monat, an dem man dann sozusagen erntet. Weil, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann wird man den Monat Ramadan am besten genießen. Und andere sagten, der Monat Rajab ist wie der fruchtbare Wind. Und der Monat Sha'ban ist wie die Wolken. Und der Monat Ramadan ist wie der Regen. Denn erst der Wind bringt die Wolken, dann die Wolken bringen den Regen. Und dann sagte er, wer nicht sät und wer nicht einpflanzt im Rajab, der wird natürlich im Sha'ban auch nicht gießen können, und also bewässern können. Und wer nicht bewässert, wie soll er dann im Monat Ramadan irgendetwas ernten? Nafa'ani Allahu iyyakum bima qultu wa jazakumullah. Liebe Geschwister, Mu'az ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah schaut auf seine gesamte Schöpfung in der Nacht der Hälfte von Sha'ban. Das bedeutet, am 14. Sha'ban abends. Weil wenn die Nacht am Tag eintritt, dann ist schon der Nikr-Tag. Das heißt, in der 14. Tag abends. Und dann vergibt er seiner gesamten Schöpfung, außer jemanden, der Schirk begeht oder jemanden, der im Streit ist. Liebe Geschwister, wir möchten da zwei Dinge ansprechen. Genau die zwei Dinge, von denen der Prophet in diesem Hadith gesprochen hat. Dieser Hadith ist umstritten. Manche sagen Sahih, manche sagen Hassan, manche sagen Da'if. Und das ist für uns nicht wichtig, weil wichtig ist für uns jetzt hier dieser Punkt. Denn wenn diese Sache stimmt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, dann wird das zutreffen auf dich. Und wenn er es nicht gesagt hat, musst du trotzdem diese beiden Eigenschaften loslassen. Die erste Eigenschaft ist nämlich, achte darauf, dass das nicht auf dich zutrifft. Und schau auf dein Innerstes. Und sag nicht, Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich bete Allah alleine an in meinem Gebet. Und deswegen, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala anbete. Denn das nennt man Überheblichkeit. Wer sich selbst reinspricht und sagt, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist, liebe Geschwister, Überheblichkeit. Und das ist gefährlich. Und das ist wie eine Art Selbstbetrug. Und deswegen, Ibrahim alayhi salatu wasalam, sogar er selbst, der Prophet, er hatte Angst darum, Schirk zu begehen. Und er sagte, Allah sagte im Koran, und gedenke, als Ibrahim sagte, O Herr, mache dieses Land, gemeint ist Mekka, zu einem sicheren Ort und sorge dafür, dass ich und meine Kinder die Götzen meiden anzubeten. Deswegen mach Dua und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die Götzendienst betreiben.
Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, einer der berühmten Überlieferer, auch in Sahih al-Bukhari, er sagte, wer ist sich jetzt noch nach Ibrahim sicher, dass er nicht im Schirk verfällt? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, hat gesagt, diejenige Sache, wegen der ich mir am meisten Sorgen mache, wegen meiner Umma, ist der kleine Schirk. Und er wurde gefragt, was ist mit dem kleinen Schirk? Er sagte, gemeint ist die Augendienerei. Augendienerei, Riya auf Arabisch, bedeutet, dass du die Sache machst für Allah subhanahu wa ta'ala, allerdings einen kleinen Anteil davon gibst du auch jemand anderes. Der zweite Punkt ist die Gefährlichkeit, Streit und Hass und Ähnliches unter den Menschen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Menschen, die im Streit sind, nicht ihre Sünden vergibt. Das ist übrigens auch donnerstags jede Woche. Und auch, wenn dieser Hadith authentisch ist, in der Hälfte von Schaban. Liebe Geschwister, gemeint ist natürlich ein Hass, der aufgrund von Neigungen, man hat eine andere Meinung als der andere oder ähnliches, und dann verabscheut man ihn und geht man ihm aus dem Weg oder ähnliches. Und achte darauf, ob du zu dieser folgenden Ayah gehörst, von der Allah in dieser Surah spricht. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bringt uns bei, bringt den gläubigen Menschen bei, welche Dua wir zu sprechen haben. Und zwar heißt es, unser Herr, vergib uns und unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und setze in unsere Herzen keinen Hass gegenüber den gläubigen Menschen, unser Herr, denn du bist weichherzig und barmherzig. Liebe Geschwister, zum Iman gehört es, dass du für deine Geschwister betest. Manche beten für ihre Geschwister. Manche beten nicht für ihre Geschwister. Wahrscheinlich die meisten sind unachtsam dieser Sache gegenüber. Und die dritte Kategorie sind Menschen, die sogar vielleicht gegen ihre Geschwister beten. Deswegen, lieber Bruder, gehöre zu denjenigen Menschen, die Dua machen, gerade für diejenigen, die vielleicht mit dir gerade im Streit sind, denn das wird dein Herz und vielleicht sein Herz öffnen. Oder möchtest du etwa, dass er so bleibt, wie er ist? Manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen haben gesagt, zu den besten Taten gehört es, dass man ein reines Herz hat. Gemeint ist, man keinen Hass verspürt gegen andere Menschen. Und ich meine natürlich gegenüber den gläubigen Menschen. Und es gehört auch zum guten Ratschlag geben, dass man diese Sachen anderen Menschen sagt. Und dadurch sind die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen aufgestiegen und haben diejenige Stufe erreicht, die sie erreicht haben. Der vorletzte Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist, wenn dieser Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch ist, dann, das heißt, dass Allah in der Hälfte von Schaban allen Menschen vergibt, außer diejenigen, die Schirk begehen und diejenigen, die sich in einem anderen Hass ist, dann bedeutet das nicht, dass man jetzt an dieser Nacht besonders Gottesdienste verrichten darf. Dass man speziell in dieser Nacht oder an diesem Tag Sachen tut, die man an anderen Tagen nicht tut. Das bedeutet das nicht, weil das steht nicht im Hadith. Und das darfst du nicht hineininterpretieren. Und gesetzlich darfst du gar nichts machen, es sei denn, du hast einen Beweis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und von der Sunnah, vom Koran, Mensch. Du brauchst einen Beweis, denn Allah sagt im Koran ganz klar, haben sie etwa Götzen, haben sie etwa Teilhaber neben Allah, die ihnen von seiner Religion, von der Religion, vom Islam, gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Gibt es etwa jemanden, der sagt zu den Menschen, ja, ihr dürft in dieser Nacht beten, ihr dürft in diesem Tag besonders viel fasten, weiß nicht was. Wer ist diese Person, die so etwas sagt? Und wer ist diese Person, die sich auf die Stufe Allahs stellt? Niemand darf das, liebe Geschwister. Und deswegen, egal wer euch so etwas sagt, dann müsst ihr dem Koran folgen und der Sunna folgen und nicht das, was andere Menschen sagen oder was die Gesellschaft tut oder was die Familie tut oder was die Leute tun. Das ist, liebe Geschwister, nicht der Weg, der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, dass man mit dem Strom schwimmt. Sondern man schwimmt mit dem Strom, wenn der Strom in die richtige Richtung geht. Aber wenn er in die falsche Richtung geht, dann wird man mit ihm ertrinken. Liebe Geschwister, nicht einmal, also weder unsere Gelehrten wie Abu Hanifa, rahimahullah, noch Imam Malik, rahimahullah, noch Imam Shafi'i, rahimahullah, noch Imam Ahmad, rahimahullah, noch andere vor ihnen, nach ihnen, haben diese Sache gemacht. Und wer etwas anderes sagt, der muss das beweisen. Der vierte und letzte Punkt ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in einem Hadith, der ihn überliefert wird, wenn, sobald die Hälfte von Schaban vorbei ist, dann fastet nicht mehr bis Ramadan ein. Gemeint ist, wenn du eine regelmäßige Art zu fasten hast, dann darfst du bis Ramadan durchfasten.
wie eine Person, die an diesen Tagen fastet, regelmäßig, zum Beispiel montags und donnerstags. Wenn dann die Hälfte von Schaban vorbei ist, darf sie weiter fasten bis zum Ramadan. Aber eine andere Person, die vielleicht nicht stark genug sein wird und nicht genug Kraft haben wird, bis zu Ramadan durchzuhalten, die soll, wenn die Hälfte von Schaban eingetroffen ist, lieber nicht mehr fasten, damit sie nachher nicht, im Ramadan nicht mehr fasten kann. Ja? Und wenn du regelmäßig jetzt schon fastest, dann ist es kein Problem, dass du fastest auch, wenn der Donnerstag, an dem du regelmäßig fastest, auf den Tag des Zweifels trifft, das heißt der Tag, wo man nicht genau weiß, ob Ramadan ist oder nicht. Wichtig ist, noch einmal, dass man, wenn man jetzt keine Regelmäßigkeit anfängt, dass man nach Schaban aufpassen sollte. Und die Lösung lautet, dass man jetzt schon anfängt, viel zu fasten. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem, wie die Gelehrten vorhin gesagt haben, der wird uns das Fasten dann im Ramadan ebenfalls erleichtern, weil wir vorher schon gesät haben und die Ernte, das ist Ernten im Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch recht leiten und mich auch und uns den richtigen Weg geben und uns das Fasten in diesem Monat und im nächsten Monat erleichtern, auf dass Allah unsere Taten annimmt und uns diese Gnade an uns erfüllt und unsere Sünden vergeht, denn er ist dazu imstande und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Ach, und wir machen das Gnade und Sachdurullah, al-Azim, al-Azim, li wa lakum, wa aqim al-Salah.